Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit 21 neuen Mods, 8 Updates und 4 Ankündigungen. Also bitte gerne bis zum Ende bleiben, damit ihr diese auch nicht verpasst. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Paul, Tiger, Andy, Christian, Sauerland und Tommy für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir starten mit dem ersten Update und zwar ist das die mobile Werkstatt. Diese kommt von Rockstar, Downloadgröße 14 KB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Option zum Verkauf platzierbarer Objekte hinzugefügt. Am ausgewählten Fahrzeug angebrachte Werkzeuge sind jetzt im Werkstattmenü sichtbar. Das nächste Update kommt für die Mod Dynamische Feldpreise von Bigfoot 2307, Downloadgröße 18 KB, jetzt in der Version 1.0.0.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog zum 1.0.0.2 sagt, Mod Beschreibung angepasst, neues Icon und komischerweise kommt hier auch ein Changelog mit der Version 1.0.0.3 und diese sagt, Anzeige wurde leicht nach rechts verschoben, um längere Wörter im Deutschen zu berücksichtigen. Wir haben jetzt aber hier die Version 1.0.0.2 gekriegt. Dann wird also bald das nächste Update kommen. Das nächste Update kommt für die anhebbaren Paletten und Big Bags von Joss, Downloadgröße 2,43 MB in der Version jetzt von 1.1.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, unbegrenztes Spawnen von Paletten bei Produktionen gefixt. Die Lizard CSW Gewichte bekommen das nächste Update und zwar kommt dieses von Red Phoenix, Downloadgröße 2,32 MB in der Version jetzt von 1.0.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, CSW 1500 hinzugefügt. Dann kommen wir zum großen Kuhstall 240 Tiere von Flusty. Diese Mod bekommt das nächste Update, Downloadgröße 9,14 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, reduzierter Gesamtpreis und geringere tägliche Wartungskosten, verbesserte Platzierung des Gebäudes, Güllekapazität weiter erhöht, vergrößerter Radius für Gülle und Güllelagerung, Sie können die Gülle jetzt weiter vom Gebäude entfernt platzieren, erhöhte Gesamtnahrungsmittelkapazität, Umzäunung geändert, Strohballenauslöser für ein Streu hinzugefügt. Und dann kommen wir zu drei Updates, die von Giants Software selbst kommen. Und zwar zum ersten für den Pöttinger Impress 125 FC Pro. Downloadgröße 31,89 MB. Jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, verbesserte Ballenwicklung. Das nächste Update kommt für den Burgo 3320 76 Paralink Code Reel. Plus den 7950 R-Card, Downloadgröße 65,71 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Update-Distanz der Räder korrigiert und verbessertes Lenkverhalten. Und das letzte Update kommt für den Burgo 3420 100 Paralink Code Drill. Plus den 71300 R-Card, Downloadgröße 54,89 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Update-Distanz der Räder korrigiert und verbessert das Lenkverhalten. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar ist das der Bührer 6105. Dieser kommt von Keltibero, Downloadgröße 9,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor standardmäßig mit 100 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 90 Litern, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 3,8 Tonnen und der Preis liegt bei 39.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Friedestein, Nokian Tires und Trelleborg. Der Frontleiteranbauer kann gewählt werden zwischen Quickie, Hauer oder keinem. Die Motorenausführung, da haben wir die 6105 mit 100 PS und dann haben wir noch eine getunte oder aufgemotzte Version mit 115 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Grün und Schwarz. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Standard, Grün und Silber. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Standard, Grün, Silber und Schwarz. Wir kommen zum Evers Agro WBG 3 270,
Diese kommt von Vertex Design. Downloadgröße 9,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Wiesenwalze oder Striegel kommt mit dem Gewicht von 1,3 Tonne, braucht 120 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,7 Meter, 12 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 8.950 Euro. In diesem Fall hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Agromat Char. Dieser kommt von Hispano, Downloadgröße 17,39 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Grubber kommt standardmäßig mit einem Gewicht von 2,3 Tonnen, braucht 220 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 15 km/h. Der Preis 15.700 Euro. Bei der Konfiguration können wir die Zinken verändern, und zwar vom Typ 1 zum Typ 2. Und die Modellkonfiguration lässt zu, vom Char 25 auf den Char 33 zu ändern, der dann ein Gewicht hat von 3,1 Tonne, braucht 300 PS, hat eine Arbeitsbreite von 8 Metern und kostet 23.700 Euro. Wir kommen zum SIP-Favorit. Dieser kommt von Privat und Olden Farm. Downloadgröße 4,64 MB in der Version 1.0. und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Schwader oder ein Heuwender. Das schauen wir uns gleich an. Hier haben wir einmal den Wender, und zwar wiegt er 298 Kilogramm, braucht 20 PS, Arbeitsbreite 2,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 22 km/h und kostet 5000 Euro. Die Marke, die kann geändert werden vom SIP-Favorit zum Sepp Knüsel Vario. Dann kann hier die Untergelenkskugel geändert werden, und zwar von Ja zu Nein. Das ist diese Kugel hier. Und das war's mit den Konfigurationsmöglichkeiten. So, wenn er da hier so steht, dann ist das ein Wender, also um Heu herzustellen. Dann gibt es dieses Teil hier, das kann dann manuell angeschlossen werden, wiegt 10 Kilogramm, Arbeitsgeschwindigkeit 13 km/h und kostet 100 Euro. Und das gibt es natürlich auch in der Version zwischen Sepp Knüssel oder dem SIP Vario. Und sobald dieses an diesen Wender angeschlossen ist, wird der Wender zu einem Schwader. Das ist ja super praktisch. Muss man nicht zwei Geräte haben, sondern man kann einfach nur dieses Teil hier anschließen. Wir kommen zum Robert F 2800. Dieser kommt von ETA La Marchoise. Downloadgröße 6,13 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Mähwerk mit einem Gewicht von 772 Kilogramm, braucht 75 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,8 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 14 km/h und kostet 7.200 Euro. Hierzu gibt es auch keine Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Brandner Z18051XXL. Dieser kommt von Master LS, Downloadgröße 3,18 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper mit einem Volumen von 19,2 Kubikmetern, wiegt 4,5 Tonnen, maximales Zuladegewicht 13,5 Tonnen und kostet 23.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Wredestein, Continental und Trelleborg. Dann das Design kann geändert werden, und zwar einmal mit Podest, einmal Standard. Dann gibt es eine Abdeckung, einmal den Rübenaufbau, dann eine Abdeckung Ja und zurück zu Nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Grün, Grün 2, Schwarz, Orange und Rot. Wir kommen zum MX Frontlader. Dieser kommt von Rolnik 410, Downloadgröße 1,32 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Der MX Frontlader, und zwar der MXT 414 und den T15, sind geeignet für Class-Traktoren. Der T414 wiegt 630 Kilogramm, braucht 120 PS und kostet 10.000 Euro. Dann gibt es die Version T15. Die Leistungsmerkmale und Anforderungen sind dieselben, sondern hier ändert sich nur die Farbkonfiguration. Dann kommen wir zum MX-BC250H. Dieser kommt von Rick Black Label TWD Modding. Downloadgröße 0,75 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Schaufel mit einem Volumen von 1831 Litern, wiegt 351 Kilo und kostet 1400 Euro. Die Farben können gewählt werden zwischen Stoll, Fendt, Grün,
Massey Ferguson, Arco, John Deere und New Holland Blau. Und diese sind natürlich in Zusammenhang mit dem MX Frontlader zu wählen. Ich habe beim Arion ausgewählt. Bei den Frontladern gibt es ja nur die Option Class. Also ich habe dann Class ausgewählt und das hat aber gut geklappt hier. Wir kommen zum Fliegel TMK 273. Dieser kommt von Kyler Modding, Downloadgröße 3,25 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper standardmäßig mit einem Volumen von 40 Kubikmetern, wiegt 7,9 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 16,1 Tonne und kostet 55.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Vredestein und Trelleborg. Des Weiteren gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten in diesem Falle hier. Wir kommen zum Strautmann Aperion 3401. Dieser kommt von Agrar Modding, Downloadgröße 4,75 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger mit einem Volumen von 52 Kubikmetern, wiegt 10,2 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 23,8 Tonnen und kostet 90.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Vredestein und Trelleborg. Das Füllvolumen kann gewählt werden zwischen Original und Aufbau, wobei ich tatsächlich jetzt keine Änderung erkennen kann. Okay, auf jeden Fall, es kostet ja auch nichts, kein Problem. Wir kommen zum De Guillaume Pack. Dieses kommt von Univers 7 Modding, Downloadgröße 20,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Anhängern. Wir haben zum ersten den Force 16, dieser kommt mit einem Ladevolumen von 16 Kubikmeter für Mist oder Kalk, wiegt 4,8 Tonnen, braucht 140 PS, hat eine Streuweite von 14 Metern, 20 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 48.500 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden und zwar bei der Kapazität von 16.000 zu 16.500, einen halben Kubikmeter mehr ohne zusätzlichen Kosten, warum nicht? Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mitas und Trelleborg. Und das war es dann auch mit den Konfigurationsmöglichkeiten in diesem Falle hier. Dann gibt es den Felin 11. Das ist ein Kipper im klassischen Format. 14,1 Kubikmeter ist das Ladevolumen. 4,3 Tonnen wiegt dieser. Maximales Zuladegewicht von 10,7 Tonnen und kostet 22.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 17.000 Liter und zurück. Zum Standard. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Nokian, Mitas und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Standard und TP und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Standard und TP. Dann kommen zum letzten und zwar der Felin 18.2. Dieser hat ein Ladevolumen von 23,3 Kubikmeter, wiegt 7,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht 16,8 Tonnen und kostet 35.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 27 Kubikmetern, auf 31 Kubikmeter und zurück zum Standard. Die Reifenhersteller sind dieselben wie gerade vorhin und natürlich die Farboptionen genauso. Wir kommen zum Liebherr X-Power. Dieser kommt von Woodcraft Modding, Downloadgröße 21,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Radlader mit insgesamt 6 verschiedenen Anbauteilen. Der Radlader an sich hat eine Leistung standardmäßig von 224 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 280 Litern, 67 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit ist die 40 km/h und wiegt 19,9 Tonnen. Der Preis 245.000 Euro. Dann gibt es Spezialdesigns und zwar einmal Standard, dann die Blackline. Und das Mining, also einmal in Weiß und zurück zu Standard. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mitas, BKT, Vredestein, Nokian Tires, Continental und Trelleborg. Dann gibt es Handläufe, die angebracht werden können und zwar einmal ohne, dann linker Handlauf, rechter und linker Handlauf oder gar keine Handläufe. Dann gibt es eine Rundumleuchte und zwar gibt es einmal die erste Version, 2 und 3 und die vierte Version. Dann gibt es ein hinterer Schutz, ein Rahmenschutz, Haubenschutz, Rahmenschutz und Haubenschutz oder ohne. Vorderer Schutz gibt es natürlich hier auch, einmal ohne, dann einmal Scheinwerferschutz, einmal Hydraulikschutz,
Scheinwerfer und Hydraulikschutz. Das sind diese Optionen hier. Dann kann gewählt werden, ob ein Lenkrad oder ein Joystick eingebaut werden soll. Dann gibt es bei den Scheiben gibt es normal oder hinten getönt oder dann auch halb getönt und voll getönte Scheiben. Die Motorenausführungen gibt es den 550er mit 224 PS und den 556er mit 249 PS. Die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Standard, Blackline und Yellow. Dann kommen wir zu der Palettengabel. Die kostet 2500 Euro und wiegt 300 Kilo. Die Poltergabel, die wiegt 850 Kilo und kostet 5500 Euro. Dann gibt es die Hochkippschaufel. Das ist diese hier. Wiegt 1,5 Tonnen, hat ein Zuladevolumen von 8,5 Kubikmeter oder 8500 Litern und kostet 14.000 Euro. Dann gibt es die Radlader-Erdschaufel. Die hat ein Volumen von 3.400 Litern, wiegt 1,5 Tonnen und kostet 14.000 Euro. Dann gibt es die Möglichkeit, hier eine Schürfkante oder Zähne anzubauen. Oder den Ankupplungstyp kann gewählt werden zwischen Fastkuppler, Liebherr Wheelloader und zurück zu Fastkuppler, so dass es verschieden angewendet werden kann. Dann gibt es die Radlader-Laderschaufel. Und das ist diese hier, hat ein Volumen von 3700 Liter, wiegt 1,5 Tonnen und kostet ebenfalls 14.000 Euro. Auch hier gibt es die Schürfkante oder Zähne, die gebürzt werden können. Dann gibt es noch die Bergbauschaufel, das ist diese hier, wiegt 1,5 Tonnen, hat ein Volumen von 3,1 Kubikmeter oder 3100 Liter und kostet ebenfalls 14.000 Euro. Dann kommen wir zum Kombi. Dieser kommt von Erik Isaac und AgroMods. Downloadgröße 5,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar wird dieser geführt unter der Marke Lizard. Hat eine Leistung von 70 PS, wird manuell geschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 80 Litern. 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Wiegt 4,2 Tonnen und kostet 22.000 Euro. Hier gibt es verschiedene Designs. Und zwar zum ersten haben wir einen Frontgrill oder keinen. Beim zweiten Design gibt es eine Musicbox, und zwar kommt diese hinten rein. Beim Design 3 haben wir Aufkleber, einmal Agro Pahona, Aufkleber Escola, also eine Schulbus-Version. Dann die Rurais, das ist die ländliche Version. Die Reifenvarianten hier gibt es Standard, Standard 2, Offroad, Offroad 2 und zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser sehr großen Farbpalette, die Designfarbe ebenso und natürlich auch die Felgenfarbe. Ich glaube, dies war ein Klassiker im 19er, und zwar ist das der Lizard Santana 88. Dieser kommt von AF Modding, Downloadgröße 19,87 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einer Leistung von 100 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 90 Litern, 75 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 1,6 Tonnen. Der Preis 50.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Trelleborg. Dann die Reifenvariante kann hier gewählt werden zwischen Dreck, Dreck 2. Beim Design hier gibt es ein Reserverad vorne, einmal hinten, einmal Spritkanister hinten und einmal das Reserverad und den Spritkanister kombiniert. Beleuchtung, da gibt es eine Rundumleuchte oder nicht. Dann gibt es einen Frontschutzbügel oder beides zusammen. Dann gibt es Anhängerkupplungen, und zwar einmal Zugmal vorne. Dann gibt es beim Kapazität den Dachträger oder den Dachträger 2. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, die einiges erweitert worden ist. Die Dachfarbe natürlich ebenso und die Felgenfarbe natürlich auch. Wir kommen zum Sportpaket. Dieses kommt von Rajot G-Play, Downloadgröße 2,75 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieses natürlich zu finden im Baumenü unter Dekoration und Sonstigem. Ist dieses hier einmal Basketball, dann einmal ein Coral Beam, also einfach ein Tor und natürlich das Volleyballnetz. Da gibt es den Volleyball und den Fußball dazu. Jeweils zwischen 50 und 350 Euro.
Die nächste neue Mod heißt Großes Getreidelager. Dieses kommt von DDEX 96, Downloadgröße 17,17 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden unter Hallen. Das ist dieses Gebäude hier. 62.000 Euro ist der Platzierungspreis. Unterhaltskosten sind 25 Euro pro Tag und hier gibt es einiges zu sehen. Da gibt es einmal diesen Unterstand hier mit natürlich einem Lichttrigger. Dann gibt es diese Halle hier mit einem Trigger. Da kann man die Werkstatt erscheinen lassen oder verschwinden lassen, wie man das gerne möchte. Hier natürlich auch wieder den Lichttrigger. Dann gibt es hier im Prinzip die Halle, wo vielleicht das Getreide gelagert werden kann. Auch mit dem Lichttrigger oder ohne. Und hier gibt es natürlich nochmal einen Unterstand, ebenfalls mit Lichttrigger oder halt ohne. Ja. Wir kommen zum Lizard 33T Futterbehälter. Dieser kommt von Flasti 94, Downloadgröße 3,02 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist diese zu finden im Baumenü unter Gebäude und Container. Ist dieses hier. Kostenpunkt zum Platzieren 21.000 Euro und 10 Euro Unterhalt pro Tag. Hier kann gelagert werden Saatgut oder Mineralfutter. Wir kommen zu den Flachbodensilos. Die kommen von Flying Dutchman, Downloadgröße 5,37 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind diese zu finden zum einen im Baumenü unter Silos. Das sind diese hier, das Pharma 100. Mit einer Füllmenge von 100.000 Liter. Dann gibt es das Pharma 150, fast natürlich 150.000 Liter. Dann haben wir das Pharma 200, natürlich mit 200.000 Liter. Und natürlich das Pharma 250 mit einer Kapazität von, die Mod-Beschreibung sagt 250.000 Liter, aber hier wird mir angezeigt 100.000 Liter. Jede Version kostet 10 Euro pro Tag. Dann gibt es die zweite Version, und zwar gibt es diese Untercontainer. Da haben wir dieselben Füllmengen wie bei den anderen zuvor gesehen. Und hier stimmt auch das Pharma 250 mit einem Fassungsvolumen von 250.000 Liter. Jedoch ist hier eine Null zu wenig beim Preis. Das kostet hier nämlich nur 4.000 Euro. Das wäre ja ein Schnäppchen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? In der Silo-Version, die wir als erstes gesehen haben, können Sie verschiedene Früchte gleichzeitig drin lagern. In der Container-Version können Sie immer nur eine Fruchtart in einem Silo lagern. Das führt ein bisschen zu mehr Realismus. Wir kommen zu der Waschplatte. Diese kommt von Vertex Design mit einer Downloadgröße von 3,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tools. Das ist diese Plattform hier. Kostenpunkt zum Hinplatzieren 4.550 Euro und kostet 5 Euro Unterhalt pro Tag. Ist natürlich gedacht, um Fahrzeuge zu reinigen mit Hochdruck, und zwar mit einem Gashochdruckreiniger. Wir kommen zum Güllehof. Dieser kommt von Missy B, Downloadgröße 1,42 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Verkaufsstationen. Das ist dieses Teil hier. Kostenpunkt zum Platzieren 50.000 Euro. Und hier kannst du Gülle, Mist oder Gereste verkaufen. Wir kommen zum Durch- und Überfahrsilo. Dieses kommt von Dr. Droller und Squad CS. Downloadgröße 2,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Silos. Das ist dieses große Silo hier. Dazu kommt noch diese Rampe hier. Da könnte man also noch eine zusätzliche Rampe hinbauen. Hier vorne zum Beispiel, wie man das gerne hätte. Kostenpunkt des Silos zum Platzieren 100.000 Euro und die zusätzliche Rampe ist bei 1.500 Euro. Unterhalt pro Tag ist für das Silo bei 120 Euro und für die Rampe 10 Euro pro Tag. Was ist daran so speziell? Also man kann hier, so gut es geht, einfach mal von unten hier das Fahrsilo befüllen. Und wenn es zu viel wird, kann man hier zumachen. Und kann es dann auch von oben her noch befüllen.
Und wie eingangs angekündigt, kommen wir noch zu 4 Ankündigungen von Giants. Und zwar haben sie heute kommuniziert, dass das Update 1.4 in der Mache ist und haben heute Donnerstag ein Factsheet Friday quasi eingeführt. Giants arbeitet morgen nicht, morgen ist Karfreitag, deswegen haben sie das auf heute vorgezogen. Und zwar kommt natürlich mit diesem Update, was in Kürze denn herauskommen sollte, auch wieder mit ein paar neuen Fahrzeugen dazu. Zum einen den Xerion 5000, den haben wir alle vermisst, das war einer der Lieblingstraktoren im 19er. Der kommt mit einer Leistung von 490 bis 530 PS, hat eine Tankfüllmenge von 930 Liter für Diesel und 88 Liter für DEF, wiegt 16,4 Tonnen, kostet ca. 110.000 Euro, wird automatisch geschaltet und die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h. Das zweite Gerät, das kommt, ist der Schalek, und zwar ist es ein kleiner Anhänger mit einem Volumen von 1,6 Kubikmetern, kostet 3.500 Euro und wiegt 350 Kilo. Das nächste Anbaugerät kommt ebenfalls von Schalek, das heißt, wir haben wahrscheinlich eine neue Marke. Dies ist ein grober, eher grober, braucht 10 PS, interessant, Arbeitsbreite 1,20 Meter, auch interessant. Und hier ist es gekoppelt mit dem Super Tigre vom Antonio Carraro Pack. Preis 650 Euro und wiegt 110 Kilo. Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h. Also hat Giants hier wieder bewiesen, dass sie auf die Community gehört hat. Die haben nach kleineren Geräten gefragt, und zwar um das Antonio Carraro Pack erfolgreich nutzen zu können, haben sie jetzt diese beiden Geräte hinzugefügt. Als letztes von diesen Fahrzeugen, das kommen wird mit dem neuen Update, ist der Jungheinrich Gabelstapler. Kommt mit einer Leistung von 33 PS. Und zwar wird dieser elektrisch gesteuert. Wiegt 3,5 Tonnen, kostet 39.500 Euro. Natürlich eine automatische Schaltung, das ist es klar. Und die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 14 km/h. Das ist ja ein interessanter kleiner Stapler, praktisch um im kleinen und engen Hallen wendbar oder wendlich oder beweglich zu bleiben. Das war es von den Mods für heute und ich denke auch, das war es von den Mods für diese Woche. Ich glaube, Giants hat ganz klar angekündigt, dass sie morgen nicht arbeiten, das heißt, morgen werden keine neuen Mods herauskommen. Daher kann ich das Wochenende mit meiner Tochter genießen und ich möchte natürlich auch euch ein wunderschönes Osterfest wünschen, dass ihr das wirklich genießt. Ich glaube, das Wetter ist nicht schlecht. Genießt es. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne den Daumen da. Holt doch gerne das Abo ab. Wollt ihr keine weiteren Videos dieser Art verpassen und auch keine Livestreams und keine anderen Inhalte, die auf diesem Kanal veröffentlicht werden, dann bleibt mir nichts anderes übrig, um nochmal zu sagen, habt schöne Ostern. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage danke, tschüss und hasta luego.